Sonntagabend im Zentrum, die Live-Diskussion. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir kommen heute ausnahmsweise aus dem Newsroom. Unser im Zentrum-Studio haben wir heute für einen guten Zweck hergeborgt, nämlich für die Licht-ins-Dunkel-Versteigerung der Sportredaktion. Ja, das war eine bemerkenswerte Woche, die erste ohne Wahlkampf in diesem Jahr. Und damit ist der Blick auch wieder frei auf das, was sich in der Politik tatsächlich tut. Was hat die Regierung im Schatten dieses Wahlkampfes eigentlich weitergebracht? Und was ist wegen dieses Wahlkampfs liegen geblieben? Mit welchen Vorhaben kehren FPÖ und Grüne in die Oppositionspolitik zurück? Und welchen Platz können die beiden kleineren Oppositionsparteien NEOS und Team Stronach in diesem neuen Gefüge noch einnehmen? Wir wagen zunächst einmal eine Bestandsaufnahme. Im Windschatten des Wahlkampfs schmiedet die SPÖ neue Allianzen und zeigt sich plötzlich nach allen Seiten offen. Während Kanzler Kern Van der Bellen zwar offiziell unterstützt, werden gleichzeitig erste zarte Bande mit der FPÖ geknüpft. Unter uns gesagt, so ein amikales Gespräch wie heute haben wir noch nie geführt. Im Parlament clasht das manchmal ein bisschen anders. Weniger amikal geht es unterdessen innerhalb der ÖVP zu. Klubobmann Lopatka ist für Hofer, Vizekanzler Metalena für Van der Bellen und der Richtungsstreit damit perfekt. Aber nicht nur in den eigenen Reihen rumort es. Nach der Wahl schiebt die FPÖ dem schwarzen Obmann den schwarzen Peter zu und findet in seiner Wahlempfehlung den Hauptgrund für ihre Niederlage. Die Wähler haben immer recht, aber trotzdem war es sowas wie ein Selbstmordattentat des Herrn Metalena. Weil ich davon ausgehe, dass das ganz, ganz schlecht ausgehen wird. Ja. Während Norbert Hofer also eine Obmann-Debatte innerhalb der ÖVP anregt, steht der eigene Obmann Heinz-Christian Strache außer Frage, wie mit Nachdruck betont wird. Vielen Dank, Herr Bundesparteiführer. Dennoch soll der Kurs nachgeschärft werden. Schließlich hat es wieder einmal nicht für den ganz großen Sieg gereicht. Und die Grünen versuchen nach fast einem Jahr der Zurückhaltung wegen des unabhängigen Kandidaten aus den eigenen Reihen wieder in ihren Oppositionsmodus zurückzufinden. Also, ist jetzt alles wieder beim Alten oder sind die Karten tatsächlich neu gemischt? Und heißt es jetzt wieder zurück zur alten Routine? Wie wird sich die Zusammenarbeit mit dem neuen Bundespräsidenten gestalten? Welche Spuren hat der Wahlkampf in der Tagespolitik hinterlassen? Und sind jetzt neue Allianzen denkbar und realistisch? Ich begrüße dazu heute Abend eine Runde von Politikern aller Parlamentsparteien. Thomas Trotzter, der Kulturminister, ist auch Koalitionskoordinator der SPÖ und er sagt, die Nachrichten vom Ableben dieser Bundesregierung sind deutlich übertrieben. Harald Mahrer, der Staatssekretär für Wissenschaft, ist auch der Koalitionskoordinator der ÖVP. Seine These, die Digitalisierung verändert gerade alles, daher ist es notwendig, dass sich die Politik auf die wesentlichen Schwerpunktthemen fokussiert. Harald Wilimski, der FPÖ-Generalsekretär, sagt, die FPÖ will ihr Programm durchbringen und spricht dafür mit allen. Albert Steinhauser von den Grünen, der stellvertretende Klubobmann, sagt, sozialer Ausgleich baut Brücken. Matthias Strolz, der NEOS-Chef. Wer Brücken bauen will, muss die Anliegen aller Bürgerinnen und Bürger berücksichtigen, nicht nur die Anliegen derer, die SPÖ und ÖVP gewählt haben. Und Robert Luger, der Team Stronach-Klubobmann, sagt, Brücken bauen Fundamente. Brücken brauchen Fundamente. Das beste Fundament ist eine Politik, die dem Volk dient. An Sie alle ein herzliches Willkommen heute Abend hier in der Runde. Schön, dass Sie da sind. Und falls Sie, meine Damen und Herren, sich wundern, dass es hier heute Abend eine reine Herrenrunde ist, die sich versammelt hat. Da jedenfalls ist offensichtlich Handlungsbedarf in der Politik selbst gegeben. Reden wir in einer ersten Runde, meine Herren, kann ich in dem Fall ganz locker sagen, noch einmal und schließen damit vielleicht auch dieses Thema ab, über das Thema Bundespräsidentenwahl. Herr Trotzter, bisher saß in der Präsidentschaftskanzlei ein langjähriger Parteifreund. Worauf müssen Sie sich jetzt einstellen mit dem Neuen? Ja, ich glaube, zunächst überwiegt mal die Erleichterung, dass 10 Monate Wahlkampf vorbei sind. Ich glaube, dass der neue Bundespräsident seine Funktion sehr gut ausführen wird. Er wird sie international sehr gut ausführen, er wird sie national gut ausführen und er wird gut mit der Regierung zusammenarbeiten. Und ich erwarte mir daher ein professionelles Verständnis der unterschiedlichen Funktionen im Staat und sehe die Zusammenarbeit mit dem neuen Bundespräsidenten sehr positiv. Herr Mahrer, sehen Sie das auch so? Denn man könnte ja vermuten, dass Außenminister Kurz und der künftige Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Außenpolitik durchaus unterschiedliche Schwerpunktsetzungen vorhaben. Sehen Sie da Konfliktpotenzial?
Das sehe ich überhaupt nicht. Die beiden haben schon, bevor die erste Stichwahl aufgehoben wurde, Gespräche geführt. Intensive Gespräche haben das diese Woche auch schon getan. Von beiden Seiten sind diese Gespräche sehr positiv bewertet worden. Und ich glaube, dass in der schwierigen Situation, in der Europa jetzt ist, diese Abstimmung zwischen Außenministerium und Präsidentschaftskanzlei notwendig ist. Und wie der Herr Außenminister selbst auch gesagt hat, es gibt so viel zu tun am außenpolitischen internationalen Bankett. Ich glaube, da wird keinen von beiden fad werden. Und ich glaube, die beiden werden einen sehr guten Paarlauf hinlegen. Eines sollten wir mit den beiden Parteien, die in unterschiedlicher Form hinter den Präsidentschaftskandidaten gestanden sind, noch klären. Herr Wilimski, die FPÖ hat angedeutet, es könnte eine Amtshaftungsklage geben, um das Geld für die Wahlkampfkosten vom Staat zurückzuverlangen. Im ersten Reflex könnte man meinen, die FPÖ ist eine schlechte Verliererin. Bleibt es bei dieser Ankündigung? Also erstens einmal sind wir kein schlechter Verlierer. Wir haben mit dieser Wahl eine unglaubliche Sensation geschafft. Die Sensation hat einen kleinen Schönheitsfehler, dass wenige Prozentpunkte halt zwischen Verlust und Gewinn den Unterschied gebracht haben. Wir werden jetzt in Ruhe darüber reden, wie auch die Republik da in ihre Verantwortung genommen werden kann, wenn eine Bundesregierung die Voraussetzungen so schafft, dass Wahlgänge nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden können, dann ist es halt eine Geschichte, die wir auch entsprechend beurteilen müssen. Jetzt stehen für uns einmal politische Fragen in erster Priorität und das werden wir zu gegebener Stunde auch entsprechend erörtern. Tatsächlich, Herr Steinhauser, ist es aber so, dass der Verfassungsjurist Heinz Mayer einer solchen Amtshaftungsklage gar keine so schlechten Chancen einräumt. Überlegen auch die Grünen, sich so etwas anzuschließen? Alexander Van der Bellen ist als unabhängiger Kandidat angetreten. Daher muss er das auch entscheiden, weil ja nicht die Grünen hinter seinem Wahlkampf stehen. Und daher wird Alexander Van der Bellen diese Frage klären müssen. Das ist keine Frage, die die Grünen klären können. Wie viel Geld haben Sie für seinen Wahlkampf ausgegeben? Ja, dennoch wird der Verein, der Alexander Van der Bellen unterstützt, diese Frage klären. Jetzt fragt man sich, um das mit Ihnen beiden noch in einer letzten Runde zu besprechen. Herr Wilimski, Anhänger der FPÖ haben Heinz-Christian Strache schon beinahe als Bundeskanzler gesehen. Sie haben dann gehofft, er könnte es schaffen, Wiener Bürgermeister zu werden. Jetzt haben sicher viele Fans der Freiheitlichen gedacht, Norbert Hofer schafft es in die Präsidentschaftskanzlei, ist wieder nicht sich ausgegangen. Glauben Sie, dass das der FPÖ schadet, wenn es einfach nicht und nicht so klappen will, wie sich die Freiheitlichen selber vornehmen? Na, ganz im Gegenteil, wir kommen ja den Zielen, die wir öffentlich bekannt gegeben haben, immer näher. Was geht Sie nie aus? Naja, es ist sich bislang knapp nicht ausgegangen, aber wir stehen knapp davor, dass es sich ausgeht. Und wir haben jetzt 47% bei der Präsidentschaftswahl gemacht. Wir haben in allen Umfragen heute 35% in der Wählerkunst. Die anderen Parteien liegen mit 25 und 18 weit abgeschlagen hinter uns. Da bewegt sich unglaublich viel. Und ich glaube, dass jeder, der uns wählt, ob er uns jetzt in die Opposition oder in die Regierung wählt, unglaublich viel von der Stimme für uns auch hat, weil wir die Druckkulisse auch errichten auf die Politik, ja, dass es sich zubewegt in Richtung jener Themen, die wir in die Diskussion einbringen. Also ist es etwas, das jetzt nicht eine irreale Geschichte ist, wie Sie meinen, sondern tatsächlich wieder vorstehen, einen Bundeskanzler Heinz-Christian Strache mit dem nächsten Urnengang zu haben und das mit einem sehr guten Ergebnis. Und da werden wir unseren Themen genauso treu bleiben, wie wir es auch bislang waren. Viele dieser Themen werden wir wahrscheinlich heute noch ansprechen. Herr Steinhauser, finale Frage zu dem Thema an Sie auch. Sie haben es ja auch gerade wieder gesagt, die Grünen haben mit dem Präsidentschaftskandidaten Alexander Van der Bellen eigentlich nichts zu tun. Er hat das den ganzen Wahlkampf lang auch betont. Wie können dann die Grünen überhaupt von seinem Wahlsieg profitieren oder gar nicht? Also das war jetzt eine Überinterpretation meiner Aussage. Wir sind Teil eines Erfolgs, aber es wäre unfair, diesen Erfolg zu vereinnahmen, weil viele mitgeholfen haben, dass dieser Erfolg eintreten konnte. Da waren SPÖ-Wählerinnen, ÖVP-Wählerinnen, NEOS-Wählerinnen und sogar 100.000 Hofer-Wählerinnen, die am Ende Van der Bellen gewählt haben. Das heißt, das war weit breiter. Aber ich glaube, und das ist für die Grünen wichtig, wir haben gesehen, dass das scheinbar Unmögliche möglich ist. Van der Bellen hätte man wahrscheinlich vor 2-3 Jahren keine Chance gegeben. Heute ist er Bundespräsident und genau diesen Schwung müssen wir mitnehmen. Wenn es gelingt, Begeisterung in der Politik auszulösen, dann wird eine Bewegung deutlich breiter und dann sind auch Erfolge möglich, die nicht denkbar waren. Und das stimmt für die nächsten Nationalratswahlen optimistisch, weil dort die Aufgabe ja nicht viel kleiner ist. Es geht schlicht darum, zu verhindern, dass dieses Land in die Hände der FPÖ fällt. Aber können Sie vollkommen ausschließen, dass es den Grünen möglicherweise sogar geschadet hat, im Wahlkampf bei heiklen Fragen so zurückhaltend gewesen zu sein? Also, dass uns jetzt Erfolg Van der Bellens geschadet hätte, halte ich für absurd. Es ist
wir waren Teil des größten Erfolgs der grünen Geschichte und ich glaube, darüber dürfen wir uns freuen und jetzt quasi zu jammern, das wäre völlig fehl am Platz. Ich bin froh, dass es so gekommen ist. Dann wenden wir uns dem nächsten Kapitel in der Innenpolitik zu. Wird das die nächste Wahl sein? Herr Strolz, Sie haben ja in letzter Zeit dauernd den Wunsch nach vorgezogenen Neuwahlen geäußert. Danach schaut es ja im Moment gar nicht aus eigentlich. Mhm. Ist das für Sie eine gute oder eine schlechte Nachricht? Es ist so, wie es ist. Es ging ja nicht um die Neos, es ging um das Land, um die Bürgerinnen und Bürger. Ach, wie geht es dieser Regierung, diese Diskussion? Die zipft mich eigentlich eher an mittlerweile. Ich will darüber reden, wie geht es den Bürgerinnen und Bürgern? Und da gibt es grobe Probleme. Wir haben die höchste Arbeitslosigkeit seit 70 Jahren. Wir haben die zweithöchste Steuerquote, Abgabenquote in Europa. Also in fast keinem anderen Land auf diesem Kontinent wird den Menschen so viel abgeräumt am Monatsende wie von ÖVP und SPÖ. Wir haben die PISA-Tests bekommen Anfang letzter Woche und haben uns noch einmal verschlechtert. Also das ist das schlechteste Ergebnis seit Beginn der PISA-Testung. Das heißt, die Schulen funktionieren nicht so, wie wir es uns wünschen. Und dann gibt es eine Regierung, von der wir halt sehen, die Ehe ist aus, aber sie trennen sich nicht. Ne? Also das gibt es im echten Leben, auch woanders. Aber das hat auch selten gut getan. Und deswegen wäre ich der Meinung, im Sinne der Österreicherinnen und Österreicher müsste man hier den Weg frei machen. Aber wenn Sie es jetzt noch einmal probieren wollen, dann hätte ich einige Ideen und auch Forderungen. Und dazu werden wir auch kommen. Werden wir. Herr Luca, Sie lassen ja regelmäßig kein gutes Haar an dieser Regierung. Das heißt, eigentlich aus Ihrer Sicht müsste es augenblicklich Neuwahlen geben, oder? Ich habe das nicht zu entscheiden. Ein Punkt vielleicht zu den Wahlen noch, zwei Sätze. Und zwar, wenn man es genau betrachtet, war Van der Bellen ein Systemkandidat. Das System hat Norbert Hofer regelrecht niedergerungen, indem alle gegen Hofer agiert haben. Das haben die Medien, es haben fast alle Parteien. Alle haben sich auf Hofer eingeschossen und trotzdem ist so ein gutes Ergebnis für den Hofer eben letztlich rausgekommen. Und das zeigt, dass unglaublicher Veränderungsbedarf in unserem Land herrscht und dass die Regierung das noch nicht begriffen hat. Und wenn wir heute über Brückenbauen sprechen, dann müssen wir auch darüber sprechen, wie wir die inhaltlichen Differenzen beseitigen können. Denn die Spaltung des Landes ist ja nicht einfach so da, die ist ja an inhaltlichen Bruchlinien da, wo man also sieht, dass die einen eben die Flüchtlinge einfach ins Land lassen wollen und die anderen das nicht wollen oder in vielen anderen Bereichen. Es gibt ja immer diese Zweiteilung des Landes, wo die einen eben über gewisse Dinge reden wollen und die anderen diese Gesprächskultur verweigern. Und ich glaube, dass die Regierung gut beraten wäre, jetzt endlich einmal auf die Opposition zuzugehen und zu sagen, okay, wo sind die Probleme, reden wir darüber und nicht einfach sagen, das ist alternativlos, so wie in der Vergangenheit. Das war ja immer dieser Regierungssprech, wo man gesagt hat, so muss das sein, das ist alternativlos, ob das die Flüchtlinge waren, ob das Griechenland war, ob das die Hypo war, immer alternativlos. Und das geht so nicht mehr. Und ein Satz noch. Und das hat man bei der Bundespräsidentenwahl gesehen, dass die Bevölkerung sich nicht länger für dumm verkaufen lässt und auch mitreden will und will, dass diese Probleme endlich angegangen werden. Ja, so gut, den großen Ruf nach sofortigen Neuwahlen höre ich jetzt von Ihnen da aber auch nicht. Ich entscheide nicht, oder? Na, aber Sie könnten es sich ja wünschen, wenn ich Sie schon danach frage. Aber ich bin dafür, dass man das möglichst schnell beendet und möglichst schnell eine neue Regierung aufstellt. Okay. Ist für eine Partei mit derzeit 0% in den Umfragen wahrscheinlich eher kühn. Aber gut, Herr Dotzter, Herr Mara, erleben wir da ein bisschen so eine Art Doppelspiel jetzt in der Regierung? Wir sehen Sie beide häufig im Paarlauf, fast immer im Doppel auftreten, mit einem konstruktiven Ansatz. Und dann sehen wir, dass der Bundeskanzler und der Vizekanzler lieber nicht mehr gemeinsam auftreten nach dem Ministerrat. Ist das so ein Doppelspiel, das so aufgesetzt ist? Also ich sehe da überhaupt kein Doppelspiel. Erstens muss ich sagen, es stimmt tatsächlich, dass ich mit Harald Mara gut zusammenarbeite, so wie im Übrigen mit allen anderen Regierungsmitgliedern, sowohl von unserer Fraktion als auch der ÖVP. Das ist auch meine Aufgabe als Koalitionskoordinator. Ich bin vor 7 Monaten in die Politik gegangen, um zu arbeiten. Das tue ich und bemühe mich zu Lösungen zu kommen. Und wenn Sie, Herr Luger, sagen, man sollte die Opposition einbinden, dann kann ich nur sagen, ich bin für Verfassung, Medien und Kultur zuständig und selbstverständlich habe ich mit dem Verfassungssprecher der Freiheitlichen genauso wie mit dem mir links zu meiner Seite sitzenden Verfassungssprecher der Grünen Gespräche geführt. Ich führe regelmäßig Gespräche über Medien mit allen. Ich führe Gespräche über Kultur mit allen. Also dieser demokratische Selbstverständlich und eine demokratische Gepflogenheit und von einer Gesprächsverweigerung kann da überhaupt keine
Rede sein. Und sie brauchen sich auch über unsere Agenda keine Sorgen zu machen, weil es gibt eine ganz klare Agenda. Es gibt eine Bilanz der Regierungsarbeit der letzten 7 Monate, zu der wir, wie ich annehme, noch kommen werden. Und es gibt ein Programm, das wir uns für das letzte Drittel der verbleibenden Legislaturperiode vorgenommen haben. Und selbstverständlich wird es eine gute demokratische Gepflogenheit sein, mit der Opposition über diese Ideen zu reden, weil ich bin ja als Regierungskoordinator nicht nur für die Koordination innerhalb der Regierung zuständig, sondern auch für die Zusammenarbeit mit dem Parlament. Und in den Bereichen, die ich zu verantworten habe, tue ich das auch und pflege das auch. Und Sie haben die Diskussionskultur gelobt, oder es wurde die Diskussionskultur gelobt, die der neue Bundeskanzler auch mit ins Amt gebracht hat. Auch ein Unterschied zur Situation davor, dass er den Dialog sucht, auch den die inhaltliche Auseinandersetzung sucht. Und ich glaube, diesen Weg werden wir die nächsten 1,5 Jahre gehen. Herr Mara, aber trotzdem, wir erinnern uns alle, dass der Vizekanzler in regelmäßigen Abständen in den vergangenen Jahren dann so Sachen gesagt hat, wie wenn jetzt nicht ganz rasch sich alles bewegt und dreht, dann müssen wir aussteigen, dann brauchen wir Neuwahlen, jetzt schon länger nicht, aber zu Anfang des Jahres, glaube ich, zuletzt. Hat sich das jetzt so zum Guten gewendet, dass Sie so zufrieden sein können? Die Aussagen des Vizekanzlers haben natürlich einen Hintergrund. Der Hintergrund ist der, dass wir, und da gebe ich Teilen der Anwesenden recht, natürlich vor großen Herausforderungen stehen als Österreich. Nicht als Österreich allein. Alle Länder der westlichen Welt beschäftigen sich in ihren Wirtschaftssystemen massiv mit den Auswirkungen der Digitalisierung. Und da stehen wir erst am Anfang. Wir sehen, wenn Sie so wollen, die Spitze des Eisberges. Die großen Veränderungen kommen erst. Das ist so, wie vor 500 Jahren der Buchdruck erfunden wurde. Vorher haben die Mönche Bücher handschriftlich kopiert. Das hat nachher alles verändert. Hinwendung zur Wissenschaft, breite Bildung. Das Ganze verschiebt sich jetzt 500 Jahre noch einmal in die Zukunft und wird mannigfaltige Auswirkungen haben. Jeden Tag können Sie in den Zeitungen lesen, in den Magazinen, was am Arbeitsmarkt passiert, was in den Wirtschaftsunternehmen passiert. Und das ist in Wirklichkeit die viel, viel größere Frage als die Migrationsfrage. So, das ist der eigentliche Hintergrund, warum wir sagen, wir müssen uns alle gemeinsam, nicht nur in der Regierung, sondern auch mit der Opposition, neue Dinge einfallen lassen, wie wir auf diese Probleme und Herausforderungen reagieren. Und auch da möchte ich sagen, es funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Koordinator sehr gut. Aber das Hinweisen von unserem Parteichef und Vizekanzler auf diese Dringlichkeit und Notwendigkeit, die ist vor dem Hintergrund natürlich logisch, selbstverständlich und gehört auch gemacht. Und ich möchte auch noch anschließen an die Zusammenarbeit mit der Opposition. Es gibt eine Reihe von Projekten, wo wir im Parlament gemeinsam ausgezeichnet zusammenarbeiten. Ob das jetzt die neue Open Innovation Strategie ist, von allen Parteien gemeinsam eben beschlossen. Ob das die Evaluierung ist im Bereich Breitbandausbau, wo wir oft debattiert haben darüber, reicht das aus, ist das genug, um das Lernen zukunftsfit zu machen, gab es auch einen gemeinsamen Beschluss, das zu machen. Also es ist nicht so, dass wir nicht zusammenarbeiten würden. Es ist legitim in einer Demokratie, dass unterschiedliche Gruppen auch unterschiedliche Meinungen haben können, und es ist das Wesen der Demokratie, um den richtigen Weg zu ringen. Und daher, ich sehe das ganz pragmatisch, es war der Hauptgrund, warum ich vor 2,25 Jahren als Unternehmer in die Politik gegangen bin, für das Land etwas weiterzubringen, etwas zu machen. Und mir war klar, dass man da um bestimmte Lösungsansätze ringen wird müssen. Das ist im unternehmerischen Alltag genauso und im Übrigen auch in jeder Familie. Dann schauen wir uns mal an, was denn so weitergegangen ist. Denn was den abgelaufenen Wahlkampf betrifft, hatten die Regierungsparteien ja seit Ende April nicht mehr wirklich etwas damit zu tun, außer gelegentlich ein wenig Wahlempfehlungen hier oder da. Was also haben SPÖ und ÖVP in der Zwischenzeit so getrieben? Was haben sie weitergebracht? Schauen wir uns das an. Ministerrat am 22. November. Die Regierungsspitze demonstriert Arbeitseifer. Wir haben eine intensive Arbeitssitzung hinter uns gebracht, haben auch die letzten Tage intensiv an den Projekten, die wir heute im Ministerrat beschlossen haben, gearbeitet. Das Ergebnis klingt eher nach Wahlzucker. Pensionisten-Hunderter, für Bauern ein Sozialversicherungsrabatt und der Ausbau der Gesamtschule. Im Oktober herrscht noch Optimismus. Die Bildungsreform wird als großer Wurf gefeiert. Die 50-Minuten-Schulstunde fällt. Die Direktoren bekommen mehr Kompetenzen. Wir machen damit die Schule in Österreich deutlich moderner. Aus der Reform der Gewerbeordnung wird dann eher ein Reformchen. Wir stellen das System jetzt damit nicht komplett auf den Kopf. Und beim Fremdenrechtspaket heißt es überhaupt Stopp. Stopp für eine gesetzliche Regelung der berühmten Obergrenze und für gleiche Entlohnung der Asylwerber, wenn sie gemeinnützige Arbeit leisten. Die einheitliche Mindestsicherung ist auch ad acta gelegt. Große Würfe derzeit nicht in Sicht. Die Koalition ist bei den Mühen der Ebene angelangt. Ob da ein großkoalitionäres Get-Together beim Heurigen inspirieren kann?
geht ein bisschen nach Teambuilding. Gut so. Ja. Danke. Ja. Gab es da was zum Anstoßen, Herr Wilimski, aus Ihrer Sicht? Da ist ja doch einiges weitergegangen, wenn wir uns das so anschauen. Etwas davon, was auch Ihre Zustimmung findet? Also ein Satz vielleicht noch zu meinem Vorredner. Nur um es klar zu machen, es ist weder die gigantische Steuerbelastung in Österreich, der Bürokratiewahn oder die Gebührenlawine jetzt die Ursache der Digitalisierung der Gesellschaft. Ja. Da ist schon das, was durch Sie auch hausgemacht, ja, an falschen Dingen in Österreich sich als Problem darstellt. So, und wenn das, was Sie jetzt präsentiert haben, das Ergebnis von quasi einem halben, dreiviertel Jahr Regierungstätigkeit sein soll, dann kann es nur sein, gute Nacht Österreich. Ja. Und Sie sind in einer Schockstarre, ja, seitdem Ihre beiden Kandidaten bei der Präsidentschaftswahl 11% an Stimmen eingefahren haben und zugleich mehr oder minder das Ende des rot-schwarzen Österreichs auch eingeläutet haben. Und deswegen klappt es auch atmosphärisch nicht mehr zwischen Ihnen. Sie haben jetzt wieder große Freude, weil Ihr Kandidat, ja, wobei es mich wundert, dass auch der Herr van der Bellen der ÖVP-Kandidat war, aber ist Ihre Sache, ja, Ihr Kandidat jetzt durchgekommen ist, wie richtig gesagt wurde, mit Hilfe der Medien, der Staatskünstler, ja, Teilen der Kirche und aller anderen Parteien gerade mal ein bisschen über 50% erhalten hat. Aber freuen Sie sich wieder und versuchen halt da das eine oder andere jetzt in Stellung zu bringen. Aber Faktum ist, Sie sind seit Monaten in einer Schockstarre und so wie Ihre beiden Vertreter, so nett sie beide auch zueinander heute klingen mögen, aber so wie Rote und Schwarze in Österreich, ja, am internationalen Parkett übereinander reden, ja, grenzt es an sehr, sehr derbe Worte. Ja. Und es ist ein innerer Zerrüttungszustand, den Sie jetzt damit kurzfristig zudecken und sich freuen, dass Van der Bellen halt Präsident geworden ist. Sie wurschteln sich ein paar Monate weiter. Ich garantiere Ihnen, in wenigen Wochen schon wird der Streit genau das alte Niveau haben, wie er bislang hatte. Es darf auch, Herr Steinhauser, gern ein wenig sachlicher sein, der Befund über das, was wir gerade gesehen haben. War ja nichts. Sind Sie auch so kritisch wie der Herr Wilimski, was die Bilanz der Regierungsarbeit betrifft? Ich glaube, sie versucht, das Alltagsgeschäft irgendwie zu erledigen, aber in Wirklichkeit gibt es kein gemeinsames Projekt mehr und keine Vision, die sie verfolgt. Und ich könnte jetzt über die Regierung jammern, aber das ist wenig unterhaltsam. Ich glaube, es geht um was anderes, weil auch das Thema Spaltung im Raum steht, Brückenbau. Die Spaltung verläuft nicht zwischen Van der Bellen-Wählerinnen und Hofer-Wählerinnen. Wenn es eine Spaltungsgefahr gibt, dann die, dass die sozialen Gegensätze in dem Land zunehmen. Ich bekomme Briefe von Bürgerinnen, die sagen, ich kann mir die Wohnung nicht mehr leisten. Ein Familienvater hat mir erzählt, dass er seit 10 Jahren mit seinen Kindern nicht auf Urlaub fahren konnte, weil er zu wenig verdient. Mit einem Wirt habe ich diskutiert, der hat Folgendes gesagt, ich bezahle meine Steuern, ich habe kein Problem mit der Registrierkasse. Was ich aber nicht verstehe, dass ich die Registrierkasse kriege und die Großkonzerne keine Steuern zahlen. Ich glaube, da muss man anknüpfen. Das wäre die große Herausforderung. Österreich gerechter machen beim Mietrecht. Was ganz Konkretes, da muss man auch gar nicht ein Visionär sein, das ist was Handwerkliches, ein gerechtes, leistbares Mietrecht zu schaffen, Steuergerechtigkeit zu schaffen, die Steuerprivilegien der Großen abzuschaffen, das wären Ansätze. Das wäre was, glaube ich, wo Bürgerinnen und Bürger sich wieder für Politik begeistern können, dass die Regierung verwaltet und dass Österreich funktioniert, das gut verwaltetes Land steht nicht in Frage. Hm. Herr Stolz. Ja, ich sehe das auch so. Das klingt natürlich sehr harmlos und bemüht. Aber es ist nicht harmlos. Österreich geht unter der Führung dieser zwei Parteien in die falsche Richtung. Und da muss man auch festhalten, natürlich haben wir in diesem Land der SPÖ und der ÖVP viel zu verdanken. Die haben vieles richtig gemacht. Aber ich habe hier eine Statistik dabei, Arbeitslosenzahlen. Deutschland präsentiert derzeit die besten Arbeitslosenzahlen seit 1991. Und Österreich hat permanent steigende Arbeitslosenzahlen. Das heißt, unter dem Weihnachtsbaum werden fast 500.000 Österreicherinnen und Österreicher sitzen, die keinen Job haben, mit ihren Familien. Und das sind gewaltige Probleme. Aber müssen wir da nicht immer, um es richtig darzustellen, auch dazu sagen, wie viele Beschäftigte es in Österreich mehr gibt als zum Beispiel 2011? Ja, die Bevölkerung wächst ja auch. Wir sind ja ein an und für sich dynamisch wachsendes Land von der Bevölkerungsanzahl her. Dennoch ist es die höchste in Prozentzahlen gemessene Arbeitslosigkeit seit ca. 70 Jahren. Und hier haben wir immer wieder Vorschläge gemacht. Der NEOS hat, seit wir im Parlament sind, 849 schriftliche Vorschläge auf den Tisch gelegt. Zum Beispiel, wie man die Bürokratie zurückdrängt, wie man Steuerabgabenquote nach unten bringt, wie man praxistaugliche Arbeitszeiten auch umsetzt, Arbeitszeitflexibilisierung. Sie haben es sogar im Regierungsprogramm, aber Sie bringen es nicht über die Kante. Und jetzt raten Sie mal, wie viel von den 849 von den Regierungsparteien angenommen wurden. Eine Handvoll.
Und jetzt sage ich, und den anderen Oppositionsparteien geht es auch so. Und jetzt sage ich, wie kann es sein, dass man 50%, Herr Trotzter, Herr Mara, 50% der Volksvertreter einfach so ignoriert, dass man das einfach kübelt, was die hier erarbeiten. Das heißt, dass sie ignorieren 50% der Anliegen der Bevölkerung. Und das ist unhaltbar. Und das läuft in anderen Ländern ganz anders. Zum Beispiel in Skandinavien gibt es Länder, Norwegen beispielsweise, wo man auch Arbeitsübereinkommen mit den Oppositionsparteien für ganz normal hält. Und zu dieser neuen Normalität will ich kommen. Weil wir sind alle gewählt und bezahlt, um einen Job für die Menschen zu machen. Und die Hälfte davon blockieren es dabei. Das ist nicht okay. Herr Luca, haben Sie schon mal einen konkreten Vorschlag eingebracht, wo Sie sich gedacht haben, den sollte die Regierung jetzt ganz dringend umsetzen? Ja, ganz, ganz viele. Da komme ich auch gleich dazu. Aber die Frage war ja, ob die Regierung auch gute Dinge macht. Ja, das kann man ja tatsächlich anerkennen. Es waren jetzt 3-4 Punkte, die auch positiv sind. Zwar ein kleiner Schritt, aber positiv. Nur das ist ungefähr so, wie wenn ein Hausmeister 300 defekte Lampen über Jahre übersieht und dann repariert er 3-4 Lampen und dann muss er Applaus geben. Aber das gibt's keinen Applaus. Und zwar deshalb, weil eben noch so viele Lampen nicht repariert sind. Und genauso ist bei der Regierung. Das heißt, die großen Probleme werden nicht angegangen. Und da spreche ich jetzt einmal gar nicht von Pensionen, vom Gesundheitssystem und von vielen anderen Bereichen. Ich spreche mal nur von den Flüchtlingen. Und da hat der Kollege so scheinheilig aus meiner Sicht gesagt, wir haben so viele arme Menschen in Österreich, wir haben so viele Pensionisten, die sich das Heizen und so weiter nicht leisten können. Und er hat da konkrete Fälle dazu genannt. Jetzt geben wir 2 Milliarden für Flüchtlinge aus, ohne das überhaupt zu müssen. Das heißt, wir diskutieren gar nicht über das, was die Regierung uns verordnet hat, nämlich, dass wir jedes Jahr ab jetzt 40.000 zusätzliche Flüchtlinge nehmen. Bis ins Jahr 2060 sollten Sie vielleicht dazu sagen, um diese Rechnung korrekt zu machen, wenn Sie diese Studie 40.000 pro Jahr. Nein, Sie haben 2 Milliarden gesagt und das bezieht sich auch bis ins Jahr 2060. Nein. Heuer geben wir 2 Milliarden aus. Wir geben heuer 2 Milliarden für die Flüchtlinge aus. Das ist so ein Budget. Ich bin übrigens Budgetsprecher. Mhm. Also das können Sie mir schon glauben. Und diese 2 Milliarden geben wir für Flüchtlinge aus. Die könnten wir umleiten zu den Pensionisten und dorthin, wo wir es wirklich brauchen. Nein, wir geben es für die Flüchtlinge aus, weil in der Europäischen Union beschlossen wurde, 17 Millionen Menschen nach Europa zu holen und die Regierung da fest mitmacht. Faymann hat da den Weg geebnet und Kern ist nicht bereit, davon abzurücken. Und das ist das Problem und über das müssen wir reden. Und vielleicht ein Satz noch zum Schluss. Weil Sie sagen, Sie sind bereit zum Reden. Ja, über die kleinen Dinge, über Digitalisierung und Sonstiges, aber reden wir doch über die wirklich großen Probleme. Dann haben Sie was das nicht ist verstanden das Problem. Von der Zukunft. Das ist wirklich absurd. Darf ich noch was dazu sagen? Der Kollege Luger sitzt da und wir reden über Brückenbau und er macht eigentlich was Klassisches. Er spielt sozusagen Gruppen gegeneinander aus, bedient Feindbilder. Immer die Flüchtlinge. Ich höre das öfters auf der Straße und ich rede mit den Menschen. Ich habe einmal nachgefragt, was ist das Problem? Er hat immer gesagt, ich komme aus einem Ort, da gibt es keine Post mehr, da gibt es kein Gasthaus mehr. Da ziehen die Leute weg. Der öffentliche Verkehr ist schlecht. Ich habe gesagt, was hat das mit den Flüchtlingen zu tun? Da gesagt, ja, das stimmt eigentlich, weil es ist eine Entwicklung, die es seit vielen Jahren gibt. Nicht an allem sind die Flüchtlinge schuld. Habe ich das behauptet? Ja. Ich glaube, ich würde ganz gern diese Bilanz der Regierungsarbeit auch einmal relativieren, weil ich weder den Bericht so stehen lassen möchte, noch die Kommentare dazu. Also, ehrlich gesagt, mit dem Ganztagsschulpaket das so als Kleinigkeit darzustellen und herunterzuspielen, dass man den Anspruch hat, in einem Umkreis von 20 Kilometer jeden Ortes eine Ganztagsschule zu haben in der verschränkten Form. Das ist keine Kleinigkeit, darum bemüht sich die heimische Politik seit Jahren und Jahrzehnten. Wissen Sie das überhaupt? Am Ende werden es 40% sein. 15 sind es, keine 40. Sie wissen es genau, Sie sind der Budgetsprecher. Ich bin Bildungssprecher zufällig. So, zum Zweiten muss ich Ihnen sagen, dieses ganze Startup-Paket. Es gibt in Europa kein zweites Land, wo der Regierungschef das Startup-Thema und das Unternehmensthema persönlich auf die Agenda gesetzt hat und dieses Thema mit großem Nachdruck und großem inhaltlichen Interesse verfolgt. Das hat eine ganz andere Awareness, als wenn das andere tun. Das ist eine wichtige Sache, die wir da auf den Weg gebracht haben, die Stimmung ändert. Stichwort Digitalisierung, die Sie für irrelevant halten. Und jetzt könnte ich Ihnen eine lange Liste vortragen über die Ausbildungspflicht für Jugendliche, über die Fragen, die wir
für KMUs gelöst haben. 10%ige Investitionszuschüsse für KMUs, 10%ige Investitionszuschüsse für Gemeinden. Es gibt eine sehr lange, sehr umfangreiche, für mich weit unterbeleuchtete Liste von Projekten, die wir auf den Weg gebracht haben, die jetzt der parlamentarischen Beschlussfassung zugeführt werden. Und ich bin schon sehr gespannt, weil Sie Ihre Vorschläge erwähnt haben, ob Sie es mitbeschließen werden. Die Ganztagsschule zum Beispiel. Ja, das habe ich ja schon als gut. Aber es ist halt nur eine von diesen 300 Lampen, die Sie da austauschen. Ich will noch kurz anschließen zu den 300 Lampen. Ich glaube sozusagen, da sehen Sie eine Vielzahl von Lampen, die ausgetauscht wurden, die repariert wurden oder sogar auf LED umgestellt worden sind, gar nicht. Und zwar, wir arbeiten jetzt, also seit ich Regierung angesetzt, 42 Jahre in unserem Ressort, das für Wissenschaft, Wirtschaft und Forschung zuständig ist, eine Reihe von Zukunftsprojekten. Viele dieser Strategien kennen Sie, weil sie immer in den Ausschüssen im Parlament vorgestellt worden sind. Alles relevante Strategien, die sich ausschließlich damit beschäftigen, wie wir dieses Land zurück an die Spitze bringen, wirtschaftspolitisch, denn es ist notwendig, dass die Unternehmen im globalen Wettbewerb Österreich in dem erfolgreich sind, denn wir verdienen 6 von 10 Euro unserer Bruttowertschöpfung auf den internationalen Exportmärkten. 6 von 10. 4 von 10 Euro sind nachgelagerte Inlandswertschöpfung. Das heißt, dort, wenn dann die Angestellten dieser Unternehmen, die erfolgreich exportieren, zum Bäcker gehen, sich eine Installateurdienstleistung organisieren, zum Wirten gehen oder was auch immer. Und da stehen wir im internationalen Prüfstand. Und wenn Sie sagen, die Digitalisierung hat dort keine Auswirkungen, die hat massive Auswirkungen auf dieses gesamte Wirtschaftsgefüge, dann reden wir davon, ob wir in Zukunft noch erfolgreich sein können oder nicht. Und das ist die zentrale Frage für die Republik, denn da geht es um jedermanns und jeder Frau's Arbeitsplätze. Im Übrigen auch um die Frauen, die heute hier nicht vertreten sind, über die wir ja nachher vielleicht auch noch sprechen werden. Und die Regierung hat, seit ich dieser Regierung angehöre, eine Reihe von diesen Strategien erarbeitet, nicht im Elfenbeinturm abgehoben im Ministerium, sondern mit den betroffenen Gruppen und setzt sie Schritt für Schritt um. Und alle Arbeitspakete, die seit dem Sommer präsentiert worden sind, ob das das Bildungspaket war, über Bildung können wir ausführlich die Reform vielleicht nachher noch sprechen, das Arbeitspaket Wirtschaft für KMUs, Industrie ist noch offen, da haben wir noch etwas zu tun, das Arbeitspaket Innovation und Forschung, ja, das Arbeitspaket Integration, das sei nur angemerkt, danke an die österreichische Bundesregierung in Summe, dass sie die Westbalkanroute geschlossen hat, was sind wir vor einem Jahr da gescholten worden, dass wir das tun. In Wirklichkeit, glaube ich, können alle anderen europäischen Länder froh sein, dass wir diese Initiative ergriffen haben. Ich glaube, der Bundeskanzler hat das heute auch medial in dieser Art und Weise kommentiert. Also da ist einiges vorzuweisen. Ich weiß, dass die Opposition sich das zu ihrem Geschäft macht, das immer klein zu reden. Mhm. Und natürlich hat der Präsidentschaftswahlkampf vieles überdeckt. Und ein abschließender Satz zur Bildungsreform. Die ist vor einem Jahr mühselig ausgehandelt worden und am 17. November vor einem Jahr beschlossen worden von den beiden Regierungsparteien mit den Vertretern der Länder. Noch heute wird gestritten, was der Inhalt ist. Nein, und es hat nicht das möchte ich, und genau. Das, nein, das stimmt überhaupt nicht. Das würde ich jetzt gerne präzisieren. 5/6 haben nicht Matthias gehalten. Stolz, du bist Changemanager, ja. Du weißt, wie das funktioniert. Das ist das größte Veränderungsprojekt, das die Zweite Republik sehen wird. Es sind Millionen von Schülern, hunderttausende Lehrer und tausende Schulen betroffen. Gibt es die Modelle der Region schon? Es gibt 6 Arbeitspakete, von denen 4 umgesetzt sind und wo wir jetzt über 2, und das ist das Paket Autonomie, und es ist extrem komplex, das ist ein extrem komplexes Paket, wo es darum geht, was können Schulleiterinnen und Schulleiter, Cluster, das ist, wenn mehrere Schulen zusammengeschlossen werden, in Zukunft alleine tun, aber wie verschiebt sich die Kompetenz, und das muss, nochmal, ich möchte nicht eine Operation am offenen Herzen vornehmen, das sind nochmal Millionen Schüler, tausende Lehrer davon betroffen, das gehört vernünftig aufgesetzt. X Gesetzesmaterien, wenn Sie sich damit beschäftigen würden. Ja, Sie binden uns nicht ein, das ist das Problem. Doch überhaupt nicht. Nein, wir kriegen, die Kammern bekommen nicht. Die Gesetzesvorschläge, wir bekommen sie nicht. Das ist, nein, wir bekommen es nicht. Es gibt, wir bekommen es am Vorabend, das können Stolz, andere Oppositionsparteien bestätigen. Gibt Vorabend. Einen Ministerialentwurf, es gibt noch nicht mal einen Begutachtungsentwurf. Aber den kennen wir, ich als Spiegel auch noch nicht. Der Punkt ist, Sie müssen das in eine üppige Gesetzesmaterie gießen, das wird jetzt getan. Herr Mara, es braucht einfach Zeit. Wann glauben Sie, realistisch wird man die Ergebnisse dessen, was Sie jetzt da an Bildungsreform umsetzen möchten, dann mal an einem PISA-Test ablesen können? Wann wirkt sich das aus? Das ist im Bildungsbereich immer mittelfristig. Wenn Sie zum Beispiel hergehen und ein zweites Kindergartenjahr einführen. Und das tun wir ja nicht ohne Grund, sondern weil wir, auch da bin ich selbst persönlich über Jahre hinweg gescholten, als ich gesagt habe, Deutsch vor Schuleintritt ist wichtig. Wenn man das mitgenommen, weil mich das selber wieder quasi irgendwie schockiert hat, das passt ganz gut. Anteil der Schülerinnen mit nicht-deutscher Umgangssprache in Österreich. Im Vergleich zu Wien haben sie in der Volksschule zurzeit aktuell 27,6% österreichweit, 56,3% wienweit und zum Beispiel in den neuen Mittelschulen 28,5% österreichweit, 68,5% wienweit. Da wird man dafür gescholten, wenn man das sagt. Jetzt machen Sie das natürlich, jetzt führen Sie so eine Maßnahme ein. Was bedeutet das? Dass wenn die Maßnahme im nächsten Jahr zum ersten Mal greift, dass die Kinder dann natürlich erst in 4, 5 Jahren im Übergang von der Volksschule in die neue Mittelschule sind. Aber das ist ja logisch.
Man muss nicht ein Hellseher sein und in die Glaskugel und sagen, gewisse Maßnahmen brauchen Zeit und das wird sich, um die Frage konkret zu beantworten, auch erst im PISA-Test in ein paar Jahren abbilden. Daher ist es zwingend notwendig, dass wir diese Reform auf Punkt und Beistrich, wie wir sie vor allem ja ausgemacht haben, genau so jetzt umsetzen. Also ich prophezei, ich werde es noch ohne Ende streiten. Ich glaube, da haben wir sogar eine ähnliche Sichtweise. Das war zwar eine groß verkündete Einigung, aber wenig später schon ist wieder diskutiert und gestritten worden, also ob der Inhalt dieser Einigung ist. Es ja nicht nur um Streiten geht, weil Sie das Beispiel mit den Lampen, die nicht funktionieren, da erwähnt haben. Sie kümmern sich wirklich nur um die Lampen, aber erkennen nicht, dass das Fundament des Hauses unglaublich brüchig geworden ist und im gesamten Haus sich immer mehr Probleme manifestieren. Das ist schon richtig, was gesagt wurde, dass durch den Migrationsstrom der letzten Jahre wir, sagen wir die Zahl vom Fiskalrat, 5,7 Milliarden aufzuwenden sind. Und auch klar ist, dass ein guter dieser Gelder wieder zurück an die Ursprungsländer gehen und überhaupt keine Notwendigkeit daran ist, dass Österreich hier Geld aufwendet, österreichisches Steuergeld, um es in den Irak und in andere Länder zurückzuüberweisen. Das sind Probleme, wo das Geld für Österreich fehlt. Nehmen wir den nächsten Problem, nicht den Arbeitslosen, die da heute erwähnt wurden. Ja, wir sind bei 9% und auch ob die Beschäftigtenrate steigt, das mag schon sein. Ja. Wir haben einen Höchststand an Arbeitslosen und diese Menschen sind dringendst wieder in den Arbeitsprozess einzugliedern. Das sind Maßnahmen Sonderzahl zu implementieren, um diese hohe Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Noch dazu, wo unglaublich viele Menschen gefährdet sind, ihren Arbeitsplatz zu verlieren und irrsinnig viel in Arbeitsplätzen. Die Antworten sind jene, dass wir österreichisches Steuergeld primär dafür zu verwenden haben, dass es einmal hier im Land den Menschen dient. Ja, und all das, was überbleibt, wir für Dinge auch verwenden können, um Gutes in der Union. Aber es kann nicht so sein, Herr Mara, 5,7 Milliarden. Die Republik hat noch nie so viel Geld investiert wie jetzt. Das sind zwei Jahre. Gleichzeitig den Bürgern noch nicht so viel Steuergeld abgezogen. In Richtung Irak und Syrien, aber nicht in Richtung Österreich. 5,7 Milliarden. Können wir beim Thema Bildung noch kurz bleiben? Darf ich kurz versuchen, das ein bisschen zu strukturieren? Herr Stolz, sagen Sie noch etwas zum Thema Bildung. Ich glaube, wir haben da schon relativ viel abgearbeitet. Es gibt noch ein anderes. Am 17. November 2015 wurde ein Paket präsentiert. Es wurde versprochen, bis Ende Juni 2016 ist das umgesetzt. Umgesetzt wurde nur ein Fünftel. Und das zeigt auch das Problem, das wir in unserem Land haben, nämlich es gibt wesentliche Blockaden, zum Beispiel durch die Landesfürsten. Es ist ja damals schon Herr Bröll aus der Runde aufgesprungen, gemeinsam mit dem Herrn Nissl, weil sie gesagt haben, wir bekommen nicht den Zugriff auf die Bundeslehrer, dann interessiert uns eine Bildungsreform nicht. Und heute hängen natürlich gewisse Fragen auch beim Veto, bei einer Blockade durch die Landesfürsten, ob das bei der Ganztagsschule ist, wo sie den Landesfürsten nachgeben mussten, ob das bei der Frage ist, wie macht man die Schulverwaltung einfacher, wo sie auch wieder bei der Blockade von den Landesfürsten hängen. Und hier haben wir halt eine unselige Verkrustung ihrer Parteien. Ihr macht Bildungspolitik mit einer Fußfessel, da steht Bröll oder was sie was sonst drauf und kommt deswegen nicht weiter. Den zwei wesentlichen Fragen ist nichts weitergegangen. Bei der Verwaltungsreform ist nichts weitergegangen. Damit sind Ressourcen gebunden. Und der zweite Punkt, die gemeinsame Schule, das 6- bis 14-Jährige, die ist ad acta gelegt. Sachlich nicht richtig. Wir haben bereits im Frühjahr klar gesagt, die Frage der Autonomie hängt so eng mit der Frage der Schulverwaltung zusammen, dass diese beiden Pakete nicht unabhängig voneinander präsentierbar sind. Das ist im Bildungsausschuss gesagt worden, öffentlich mehrmals, das wissen Sie. Es wäre sachlich nicht richtig, das jetzt nicht zu sagen. Es ist so komplex. Ihr habt gesagt, dort nochmal ein bisschen und es ist nicht geschehen. Punkt. Wenn das Bildungsausschuss feststellt, dass man Zeit dafür braucht und dass wir mit Kindern nicht experimentieren, dann gehören die Reformen so aufgesetzt. Und das wünsche ich mir auch von der Verantwortungsministerin, das macht sie auch. Ja. Und als Spiegel weiß ich das, weil ich bin mit ihr viel in Kontakt, was das betrifft, dass die Gesetze so verändert werden, dass die Reformen wirklich im Klassenzimmer ankommen, dass mit den Kindern nicht experimentiert wird. Ob das 3 oder 6 Monate länger dauert, werden alle Eltern in dem Land verstehen, werden alle Eltern mit wir werden sie an den Worten messen. Strich unter diesen Punkt, Herr Rotz. Wir haben das Jahr 2017, das uns bevorsteht. Und das ist ein Jahr, in dem es außer in Kärnten und ein paar kleinere Sachen, keine Wahlen gibt. Jetzt kennen wir alle den Spruch, eine große Koalition, unter Anführungszeichen muss man das fast schon sagen hier, ist da, um große Probleme zu lösen. Welche großen Brocken wollen Sie denn im nächsten Jahr noch angehen? Gut, also
möchte vielleicht trotzdem, weil der Herr Wilimski die Fundamente erwähnt hat, das Budgetfundament zum Beispiel ist gelöst, nämlich dergestalt, dass die Verschuldung sinkt, dass wir auf Maastricht-Kurs sind, dass wir beim strukturellen Defizit, ja, aber sie sinkt. Ja. Aber wollen Sie mit mir über die HETA reden und über die Hypo in Kärnten, weil dann reden wir darüber, wie das auf 80% gestiegen ist. Das war der Notverkauf, das wird uns nicht weiterbringen. 80% ist gut. Das Budgetfundament ist stabil und wir gehen von einem Konsolidierungskurs aus, erstens. Zweitens der Finanzausgleich, weil die Länder erwähnt worden sind, die immer mit dem Attribut Fürsten erwähnt werden soll sein. Fakt ist, der Finanzausgleich ist jetzt geschlossen, ist eine stabile und gute Grundlage für die nächsten 5 Jahre in den unterschiedlichen Feldern, die er betrifft. Zu Ihrer Frage, Frau Thurnherr, natürlich ist klar, dass das Thema Arbeitslosigkeit für uns absolute Priorität hat. Ich möchte da nichts schönreden, nichts relativieren. Es ist gesagt worden, dass die Beschäftigung gestiegen ist. Es ist auch so, dass wir erstmals nach 5 Jahren jetzt einen geringfügigen Rückgang der Arbeitslosenrate hatten. Nichtsdestotrotz, es ist viel zu viel und wir müssen hier aktiv werden. Im Budget sind vorgesehen ein Rekordbudget von 1,6 Milliarden für aktive Arbeitsmarktpolitik. Im Budget ist vorgesehen ein Rekord für Investitionen, 5,1 Milliarden, Sie wissen das als Budgetsprecher, 800 Millionen als im letztjährigen Budget. Das heißt, diese stabile Grundlage ist errichtet und jetzt geht es darum, im Bereich der Industrie, wie Harald Mahrer erwähnt hat, im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen, im Bereich der Bildung, im Bereich der Forschung, im Bereich der Fachhochschulen weitere Schwerpunkte zu setzen. Das ist ja überhaupt keine Frage und es geht nicht darum zu sagen, es ist alles bestens und wir hätten nichts vor und nichts zu tun. Ich bin der Meinung, es gibt genug zu tun und ich wäre sehr dafür, gemeinsam die Ärmel aufzukrempeln, keine Befindlichkeitsdiskussion zu führen, sondern Diskussion über die sachlichen Inhalte zu führen. Nur da muss eine Relativierung des Bildes, das Sie skizzieren, Herr Wilimski, sehr wohl erlaubt sein. Also ich würde gleich einmal die Ärmel aufkrempeln. Bitte. Ein Thema geht mir vollkommen ab, das ist die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens. Da liegt ein Innovationspotenzial, eine Chance am Tisch. Es kommt in der Aufzählung leider nicht vor, wo wir jetzt handeln müssen. Es hat ja sozusagen zwei positive Seiten. Das eine ist, es schafft Arbeitsplätze und gleichzeitig ist es ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Wir wissen alle, wie verheerend die Auswirkungen sind, wenn da nichts passiert. Kommt leider in der Aufzählung nicht vor. Gut, das ist jetzt die Prioritätenliste der Opposition, Herr Stolz. Auch das ist unsachlich. Sie wissen genau, dass unser Ressort Wirtschaft, auch für Energie zuständig, mit dem Umweltressort gemeinsam eine integrierte Klima- und Energiestrategie wegen dem Pariser Abkommen ausarbeitet. Ein breiter Konsultationsprozess, läuft, wo sich hunderte Leute beteiligt haben. Nochmal, da sind die Österreicher im Vergleich zu anderen europäischen Ländern recht führend. Sie wissen genau, wir haben im Bereich Alternativenergie eine Top-Position, von der wir uns noch weiter verbessern müssen, keine Frage. Und Sie wissen auch ganz genau, dass sich auch dort alle Oppositionsparteien eingebracht haben in den Prozess und dass der jetzt in Richtung einer Finalisierung geht. Ich lege Ihnen das Thema sehr ans Herz. Stichwort Ärmel aufkrempeln. Da wird getan und ich verstehe überhaupt nicht die Kritik, wenn man sagt, wenn Ihnen das bekannt ist, wir würden hier nichts tun. Ganz im Gegenteil, wenn die Republik eine integrierte Klima- und Energiestrategie bekommt und die Regierung gemeinsam mit Partnern an dem arbeitet, dann heißt das ja automatisch, es hat für uns eine Top-Priorität. Okay. Herr Stolz, legen Sie ein Prioritätenprojekt abseits von Bildung her, aber das sagen Sie ja immer. Zum Beispiel Wirtschaft. Das Wichtigste wäre Steuerabgabendruck runter, das traue ich dieser Regierung nicht zu. Aber ein Projekt, das gehen könnte, auch gemeinsam gehen könnte, ich habe schon einmal alle 6 Wirtschaftssprecherinnen auch dazu eingeladen, ist das Thema Arbeitszeitflexibilisierung. Ich war selber 12 Jahre Unternehmer und Arbeitnehmerinnen haben hier dasselbe Interesse. Zum Beispiel in einem Beratungsunternehmen, in einem Digitalunternehmen, aber auch in der Industrie. Ist es doch so, dass manchmal ich einen Arbeitsanfall habe, dass ich 11, 12 Stunden arbeiten will und dafür sage, am nächsten Tag möchte ich mal frei nehmen, 2 Stunden für meine Kinder oder ich gehe sporteln oder sonst was. Und Sie gestehen es den Menschen nicht zu, dass sie diese Arbeitsteilung selbst vollziehen dürfen. Sie haben den Handlungsbedarf erkannt, er steht im Regierungsprogramm, Sie bringen es aber nicht über die Kante, weil Sie sich im Hintergrund, und so funktioniert Österreich, weil Sie sich im Hintergrund über die Abtauschmaterien zwischen Wirtschaftskammer und Gewerkschaft nicht einig sind. Und da sage ich, mich interessiert Wirtschaftskammer und Gewerkschaft nicht.
Mich interessiert, die Gesetze machen wir schon noch im Parlament. Mich interessiert, ist das richtig in der Sache? Und wenn es richtig ist, dann machen wir es bitte. Und ich frage Sie heute, warum machen wir das nicht, wenn Sie es selber sogar erkannt haben, dass es zu tun wäre? Herr Stolz, also erstens ist es tatsächlich ein Sozialpartner-Thema und ich bin selbst jemand, der Kollektivverträge verhandelt hat und es wäre undenkbar, das nicht arbeitgeberseitig und arbeitnehmerseitig zu organisieren. Letztlich geht es darum, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Sie wissen, es gibt bei den Metallern einen Kollektivvertrag, der große Flexibilität beinhaltet, aber dass der Gesetzgeber sagt, wie es in jeder einzelnen Branche aussehen soll, halte ich nicht für sinnvoll. Sie haben sich das selber vorgenommen, Herr Trotzter. Ja, das steht im Regierungsprogramm. Lassen Stolz, Sie ihn nicht am Nasenring durch die Manege ziehen. Herr Stolz, machen Sie sich um meine Nasen Ringe und Manege keine Sorgen. Ich persönlich finde das richtig. Ich finde nur eine Arbeitszeitflexibilisierung, da muss es einen Ausgleich der Interessen geben. Und ich sage Ihnen noch einmal, das sage ich Ihnen als jemand, der mehrere Kollektivverträge verhandelt hat, aber dass man irgendwie nur eine Jahresdurchrechnung hat und es gibt auf der anderen Seite keinen Vorteil für Arbeitnehmer, das wird eine Arbeitszeitflexibilisierung sein, die keinen großen Konsens findet. Und ehrlich gesagt, in der Unternehmenslandschaft ist es immer gut, wenn man Konsens zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite hat. Das wissen wir alle, dass die erfolgreichen Unternehmen genau dadurch bestimmt sind. Herr Luca, ein Projekt, eins? Ja, eins. Ich sage gleich zwei, ja. Eins. Und okay, nur eins, ja. Sie haben gesagt, wir haben so viele Arbeitslose, wir müssen was tun. Sie haben gesagt, wir haben 68% in den Schulen, die nicht deutsche Muttersprache haben und dann wollen Sie nicht über Flüchtlinge sprechen. Das ist das Problem. Ein konkreter Vorschlag. Das heißt, der Vorschlag ist, dass wir die 94.000 Illegalen im Land endlich mal außer Landes bringen. Das ist doch ein konkreter Vorschlag. Passiert einfach nicht. Und Sie wollen nicht einmal darüber sprechen, auch hier am Tisch nicht. Kaum sage ich Flüchtlinge, schweigen im Walde. Sie sagen obwohl Sie 40.000 jedes Jahr reinholen wollen. Sind ja die Obergrenze, wissen wir ja, 37.500. Und das sind in etwa 40.000 mit all jenen, die man ein bisschen versteckt in der Statistik. Und das soll jetzt jedes Jahr passieren. Und darüber müssen wir sprechen, weil das erzeugt Arbeitslosigkeit und das erzeugt die Probleme in der Schule und viele andere Probleme. Und da haben wir noch gar nicht über die Pensionen gesprochen, die ja auch davon tangiert sind. Und das ist genau der Punkt. Und da müssen wir drüber reden. Dann gerne, weil man kann das eh nicht so stehen lassen, dass Sie sagen wollen. Die Regierung hat gesagt, es muss eine Grenze geben für eine Anzahl von Personen, wie viel wir glauben, pro Jahr vertragen zu können. Und das entscheiden Sie? Nein, entscheiden das. Herr Luger, Sie wissen ganz genau, dass das anders ist. Dann fragen Sie mal die Bevölkerung. Hätten wir einen gemeinsamen EU-Außengrenzschutz? Im Übrigen könnte man da trefflich über die EU-Armee debattieren, ob das gescheit wäre oder nicht in seinem Szenario, weil, wie ich mich erinnern kann, haben Sie, glaube ich, gesagt, Sie lehnen das eher ab. Ja, wir gegen wen wollen Sie denn die Armee einsetzen? Das ist gar keine Frage des Einsetzens, sondern die Frage ist, ob es eine gemeinsame europäische Sicherheitsarchitektur gibt in einem gemeinsamen Europa. Den Grenzschutz haben wir ja seit Jahren. Da zählt das dann. Das funktioniert aber eben nicht gescheit, das sehen wir ja. Ne? Weil sonst sozusagen würden die ja nicht dazu uns herwandern. Warum schwere militärische Einheiten? Warum funktioniert es nicht gescheit? Also, die Frage ist, ob man einen vernünftigen... Ja, aber der Punkt ist, wenn man das vernünftig aufstellt, dann braucht man eine Bekenntnis zu einer gemeinsamen europäischen Sicherheitsarchitektur und nicht bei jeder Gelegenheit zu sagen, das braucht man nicht, das ist eine schlechte Idee. Dann würde ich mal erwarten, dass man mit guten Ideen kommt, denn dort fängt nämlich genau der Außengrenzschutz an. Das ist einmal der erste Punkt. Wir sollten uns einmal damit beschäftigen, wo kommen die Probleme überhaupt her. Natürlich gibt es im Umfeld Europas eine Reihe von Krisenherden und auf diesen Krisenherden gibt es Wanderbewegungen. Da reden wir noch gar nicht von Fragen der Klimaveränderung. So. Und wir müssen uns damit beschäftigen, wie wir diese Grundsatzprobleme bekämpfen. Da helfen uns nicht kleinliche Überlegungen, ob wir irgendwie da 1.000 mehr oder 1.000 weniger Leute haben. Wir können es uns zum Teil gar nicht aussuchen. Ja? Aber Herr Sie haben entschieden, dass Sie 40.000 jedes Jahr nehmen wollen. Luger, wir haben Sie entschieden, dass wir so viel nehmen wollen. 30.500. Erstens sind 37.500 und werden weniger. Und die Geschichte ist, das war keine freiwillige Entscheidung Österreich, das zu tun. Das wissen Sie ganz genau. Die haben sich auf den Weg gemacht. Und hätten wir können, hätten wir die Westbalkanroute schon viel früher geschlossen. Nein, Sie hätten die Grenze auch auf 10.000 setzen oder auf 5.000 setzen können. Sie haben sie aber auf 37.500. Gibt es von Ihnen Vorschläge, Pläne, die jetzt gerade einmal ausnahmsweise nichts mit Flüchtlingen zu tun haben? Naja, nein, ich kann nicht die Augen vor dem verschließen, was sich da manifestiert. Ja, für mich steht die Sicherung der rot-weiß-roten Identität an der obersten Stelle meiner Prioritäten. Und das heißt natürlich, dass hier die Grenzen zu schließen sind und all jene Personen, die nicht den Genfer Konventionskriterien entsprechen und unter dem Titel Flüchtlinge gekommen sind und keine solchen sind, wieder zurück in ihre Länder zu gehen haben und da auch an der Stabilisierung ihrer Länder mitzuhelfen. Ja, und dann die frei werdenden Mittel, und wir reden von 5,7 Milliarden Euro, sind umzuleiten in den Österreich.
österreichischen Arbeitsmarkt, sind umzuleiten in die österreichische Sozialpolitik, ja. Ja, und sind umzuleiten für österreichische Zwecke. Ja, aber ich will jetzt die Augen nicht verschließen und mich von Ihnen hinreißen zu lassen, dass ich das 25. Problem anspreche. Das ist das Hauptproblem. Und gleichzeitig möchte ich, wenn es um die österreichische Identität geht, auch hier eine neue Definition dessen, was in der Europäischen Union stattfindet. Ich will Kompetenzen zurückholen, ja, von dem, was in Brüssel entschieden wird, wieder zurück ins österreichische Parlament und in die Entscheidungshoheit der österreichischen Bevölkerung. Und wenn wir das schaffen, ja, wieder mehr Rot-Weiß-Rot in unser Denken hineinzubekommen, und wenn wir, die wir alle hier sitzen, jetzt beginnen, wirklich Brücken zu bauen, ja, und da und dort schauen, wo sind Schnittmengen unseres politischen Handelns und unseres politischen Denkens, ja, hinter den Kulissen und dann öffentlich etwas Gutes präsentieren, haben wir vieles erreicht. Das, das heißt, Sie wollen im Europaparlament weniger zu tun haben? Ja, selbstverständlich, das ist der Ziel. Ja. Herr Dotzter, die Sache mit den Flüchtlingen, von der steigen die beiden Oppositionsparteien auf dieser Seite nicht runter. Sehen Sie da im Jahr 2017 noch größeren Handlungsbedarf auf die Regierung zukommen? Oder glauben Sie, mit dem, was Sie heuer beschlossen haben, was jetzt auch dann ins Parlament kommt, alles soweit unter Kontrolle zu haben? Ja, ich glaube, wir sind da gut vorbereitet. Es gibt die Sonderverordnung, die wir vorbereitet haben, und wir sind along the lines der Vereinbarungen mit den Ländern, wo klar ausgesprochen wurde und klar verabredet wurde, dass es eine Grenze gibt in Höhe von 1,5% der Wohnbevölkerung, degressiv gestaltet über die nächsten 4 Jahre. Wir sind da im Dialog mit dem Innenminister und haben die notwendigen logistischen Vorbereitungen getroffen. Wir sind heuer deutlich von den 37.500 entfernt, haben uns für das nächste Jahr eine Grenze von 35.000 gegeben und hoffen, dass die Balkanroute... Warum sind es 35? Warum sind es nicht 2.000 oder 5.000? Erklären Sie mir das einmal. Herr Luger, wir haben so viele Arbeitslose, warum brauchen wir so viele Leute? Ja. Das eine steht noch nicht mehr an einem Zusammenhang. Wieso? Er hat sich entschieden, nicht wir. Das sind ja keine Konventionsflüchtlinge. Er entscheidet ja, wie viele Grenze ist natürlich genauso absurd. Das verstehe ich. Am Wort ist jetzt der Herr Dotzter. Verstehen Sie das? Ich verstehe es nicht. Ich bemühe mich, es noch einmal zu erklären. Es gab eine Verabredung zwischen Bund und Ländern. Die Frage, wer hat es entschieden? Die Bundesregierung und die Landeshauptleute, wo 1,5% der Wohnbevölkerung als akzeptabel verabredet wurden und ganz klare Vereinbarungen getroffen wurden, dass eine Sonderverordnung in Kraft tritt, wenn diese Grenze, die auf jährlicher Basis definiert ist, überschritten wird, weil wir der Meinung sind, es muss eine sinnvolle Integration ins Bildungssystem stattfinden, es muss eine sinnvolle Integration, Stichwort Integration, ja, auf dem Arbeitsmarkt stattfinden und eine sinnvolle Integration möglich sein. Und da gibt es selbstverständlich Grenzen. Und wir bewegen uns innerhalb dieser Vereinbarung, die zwischen der Bundesregierung und den Landeshauptleuten geschlossen wurde. Und ich sehe nicht, worin das Problem besteht, dass sie die gewählten Organe, dass sie die gewählten Organe eine Meinung bilden und überlegen, wie sie diese Sache bestmöglich organisieren. Das tun wir. Hat die SPÖ eigentlich schon die Gemeinsamkeit mit der FPÖ in dieser Frage ausgelotet bei den Gesprächen, wenn man fragen darf, nachdem jetzt Tauwetter herrscht? Da bringen Sie mich, Herr Steinhaus, auf das, was wir in der letzten Runde noch besprechen wollten, aber ganz kurze Replik noch von Herrn Mara. Ich würde sagen, ich glaube, man kann das so nicht stehen lassen, weil natürlich ist der Punkt, den der Herr Wilimski angesprochen hat, ein Berechtigter zu sagen, zu unterscheiden, wer ist Flüchtling und wer ist Wirtschaftsmigrant. Und das geht natürlich sozusagen in dieser Debatte immer wieder unter. Und das ist das eigentliche Thema, über die wir es vielleicht in den letzten Monaten zu wenig gesprochen haben, das muss man im Prinzip ehrlicherweise sagen. Und natürlich gibt es eine Reihe von Unwohlgefühlen in der Bevölkerung. Ich bin viel unterwegs, in vielen Unternehmen, spreche aber dort auch mit vielen Mitarbeitern und Mitarbeitern, die natürlich sagen, was macht es hier für uns in der jetzig schwierigen Situation, wenn diese Themen wie Kosten, die wir für Flüchtlinge, Klammer auf, Wirtschaftsmigranten, Klammer zu, aufwenden müssen, anderen Investitionen gegenübergestellt sind. Und diese Punkte ernst zu nehmen und über die zu sprechen und auch aufzuzeigen. Und darum haben wir uns jetzt auch auf Regierungsebene auseinandergesetzt und gesagt, wie schauen wir, dass Verfahren kürzer werden? Wie sozusagen schauen wir, dass wir die, wir sozusagen hier, weil sie echte Flüchtlinge sind, 180 Tage, können, so schafft es die Schweiz. Ne? Und das wäre doch ein Ziel. Wieso können wir uns nicht das Ziel nehmen? Ist auch der Punkt. Dass, jene, die einen Titel kriegen, können bleiben, die anderen müssen. Dass wir in der Lage sind, diejenigen, die sozusagen... aus Beweggründen, geht niemand zurück mehr. Die nachvollziehbar sind für die Menschen, Entschuldigung, die nachvollziehbar sind aus deren Sicht, aber die trotzdem sozusagen einfach nicht endlos nach Europa und dann auch nach Österreich kommen können. Und diesen kritischen,
sachlichen Blick zu haben. Ich glaube, das ist entscheidend für die Region. Reden wir über neue mögliche Allianzen, weil Sie es schon angesprochen haben, Herr Steinhauser. Hat sich aufgedrängt. So wie Sie sitzen heute Abend, sitzen hier Rot, Grün, Schwarz, Blau. Ich weiß nicht, ist es, Herr Trotzter, wäre es angebracht, dass der Herr Wilimski sich künftig auf diese Seite setzt? Ich muss Ihnen sagen, ja, es ist eh jemand. Ich verstehe diese Diskussion eigentlich nicht, weil ich bin auch Ohrenzeuge und in der Folge Augenzeuge eines Gesprächs, das der Bundeskanzler mit dem Chef der größten Oppositionspartei geführt hat. Das war ein höfliches Gespräch, aber in der Sache habe ich an Bestimmtheit und an Deutlichkeit nichts vermisst und sehr deutliche Unterschiede erkennen können. Und ich finde keinen Nachteil darin, dass man nicht nur über Ausgrenzung und die Themen diskutiert, über die wir uns ohnehin seit 25 Jahren auseinandersetzen. Und die Diskussion in der Sache ist der Diskussion über Befindlichkeiten jedenfalls vorzusehen. Zumindest geht es mir so. Und insofern muss ich sagen, wir sind in einer aufrechten Koalition mit der ÖVP, haben 2/3 der Legislaturperiode hinter uns, 1/3 vor uns, haben viel vor. Und diese Frage stellt sich zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht, auch wenn Sie sie gern heute stellen würden, muss man wie Sie der Luger offensichtlich die Flüchtlingsfrage vorbereitet haben. Ich finde es ja interessant, dass Sie das jetzt kleinreden. Das ist ein Dammbruch in der Sozialdemokratie, der gerade stattfindet. Die Mehrheit der Länderchefs sind für Rot-Blau. Sie sind aber auch nicht alleine, wenn der ÖVP bereitet sich gerade der Außenminister Kurz für die schwarz-blaue Kanzlerschaft vor. Ist es offensichtlich ein Wettbullen? Ich nehme zur Kenntnis, dass demnächst die Grünen die einzige Partei sein werden, die garantiert, dass sie nicht mit der FPÖ zusammenarbeiten. Oder nicht gefragt werden vielleicht. Ich organisiere Ihnen gerne eine DVD, eine Aufzeichnung des ORF3-Gesprächs zwischen Kanzler und Klubobmann Strache. Dann hören Sie sich nochmal genauer an und dann reden wir nochmal drüber. Herr Mara hingegen hat Vizekanzler Mitterlehner aufhorchen lassen, als er gesagt hat, die ÖVP solle sich doch jetzt bitte schön deutlicher gegenüber der FPÖ abgrenzen. Ist das ein Kurswechsel bei der Volkspartei? Ich sehe den Punkt, dass es um klare Profilbildung geht. Denn wie wir in der Auseinandersetzung rund um den Präsidentschaftswahlkampf gesehen haben, ich möchte noch mal unterstreichen, es war eine Persönlichkeitswahl, keine Parteienwahl von zwei Kandidaten, sind Themen angesprochen worden, die man auf der einen und auf der anderen Seite vielleicht, wenn es um die Zukunft des Landes geht, durchaus differenziert betrachten kann. Und die Europafrage ist so eine Frage. Und er hat sie auch anhand der Europafrage festgemacht. Ich habe das vorhin schon ausgeführt. Wir sind ein kleines, exportorientiertes Land und wir verdienen diese 6 von 10 Euro zu einem ordentlichen Prozentsatz in Europa. Wir haben stehende Handelsbeziehungen dorthin. Der europäische Markt ist tiefst integriert. Sie wissen das aus dem Europäischen Parlament heraus. Es gibt jetzt einige große Verhandlungen rund um einen digitalen Binnenmarkt. Wenn Sie ein kleines europäisches Start-up hernehmen und das würde aus Österreich gerne heraus expandieren, hat es heute 27 unterschiedliche Regeln in anderen Ländern. Und was es eigentlich braucht, um überleben zu können, ist eine einheitliche in all diesen 28 Ländern, anstatt nach Asien zu gehen oder in die USA. Und das sind die entscheidenden Themen, wenn es um die Jobs der Zukunft geht. Und da geht es bei uns um die klare Profilbildung, zu sagen, wofür stehen wir und wofür stehen andere? Um sich auch vielleicht leichter zu tun, wenn es um die Abgrenzung geht oder in Zukunft leichter zu tun, wem man dann folgt und ein Stück des Weges gemeinsam mitgeht. Herr Wilimski, der Herr Strache hat ja auch im unmittelbaren Umfeld dieser Wahl gesagt, die Nummer 1 bin ich. In den Umfragen, allerdings in manchen Umfragen jedenfalls im Moment, Herr Hofer, die Nummer 1 bei den Freiheitlichen. Auch in den sozialen Medien wünschen sich viele Freunde und Anhänger der Freiheitlichen Herrn Hofer als Kanzlerkandidaten. Wen würden Sie da bevorzugen? Also ich weiß, Sie spielen dieses Spielchen sehr gerne, auch wenn es schon einen Bart hat. Ich weiß nicht, wie oft wir das noch beantworten wollen. Ja? Wenn man Bundesparteiobmann, der seit dem Jahr 2005 diese Partei in eine unglaubliche Entwicklung geführt hat. Und wir haben Weggefährten, einer dieser Weggefährten ist jetzt bei der Bundespräsidentschaftswahl nach außen getreten, hat ein fulminantes Ergebnis eingefahren, der gar nicht Bundesparteiobmann werden will. Ja? Wir haben einen aus meiner Sicht perfekten Bundesparteiobmann und an dem werden wir auch nicht loslassen. Aber zu den beiden Herren, was ist künftig möglich? Sie beide wissen, dass bedeutsame Sektoren ihrer Partei bei uns massiv an die Tür klopfen. Ja? Und dann gibt es halt andere, die sagen, nein, mit denen nicht. Sie müssen das entscheiden, ob sie wollen oder ob sie nicht wollen. Wir sind leidenschaftslos. Ja? Wir legen unser Programm vor und wenn wir erkennen, dass andere, und bei Ihnen beiden gibt es da bedeutsame Teile, ja, erkennen, dass das Programm richtig ist und wir auch eine Zukunft damit sicherstellen können, dann wird es an uns nicht scheitern. Herr Luger, Sie sind ja immer ein großer Fan der FPÖ. Wer wäre Ihnen denn dort an der Parteispitze lieber?
Also ich verstehe die Diskussion nicht. Das heißt, beschwert man sich, es gibt nur einen Strache, sonst niemanden und die FPÖ ist so schwach und es gibt nur eine einzige Person. Jetzt gibt es dann einen zweiten, der auch ein gutes Profil hat und jetzt ist man plötzlich wieder unglücklich. Also ich verstehe die Diskussion nicht. Aber ein Punkt noch. Nur eine Frage gewesen. Weil Sie gesagt haben, ich habe da nur das Thema Flüchtlinge. Ich habe letztens im Parlament angeregt. Viel weiter, Herr Duger. Ja, ich habe letztens angeregt, dass man die Spitzenpensionen endlich einmal cuttet. Ihre Blechers zum Beispiel, ja, ihr Blecher kriegt ja 14.000 im Monat. Da könnte man über 100 Mindestpensionistinnen könnte man da die Pension auffetten, sodass sie nicht mehr unter der Armutsgrenze leben muss. Das heißt, wenn wir die Spitzenpensionen endlich einmal cutten, könnte man sehr, sehr viel tun. Nur das wollen sie nicht, weil eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus und das sind ihre Leute und das ist das Problem. Wir waren schon bei einem ganz anderen Thema, aber sei es drum, Herr Stolz. Frau Klawischnik hat neulich gemeint, eine ihrer Wunschkoalitionsformen wäre Rot-Grün-Neos. Wäre das auch was für Sie? Ich nehme es als Kompliment. Also ich will mit allen parlamentarischen Kräften zusammenarbeiten. Das ist mir wichtig, so wie wir es letzte Woche gemacht haben beim Runden Tisch zur ORF-Reform. Die Blauen leider nicht gekommen. Ich will mit allen zusammenarbeiten. Österreich braucht einen völlig neuen Stil hier beim Regieren. Ich glaube, es braucht kein blumiges Regierungsprogramm, sondern Leuchtturmprojekte. Es braucht Arbeitsübereinkommen mit allen Oppositionsparteien. Und wer immer dann Regierung, Opposition ist, werden wir sehen. Aber wir brauchen ein anderes Verzahnen dieser Kräfte. Das ist für mich völlig außer Streit. Lassen Sie mich zum Schluss eine Bitte äußern. Ich möchte Sie alle ersuchen, einen Satz von mir zu vervollständigen. Das haben wir schon mal gemacht beim Duell der Bundespräsidentschaftskandidaten. Und ich würde es gern wieder versuchen, Herr Luger. 2018 wird das Team Stronach erfolgreich sein. Was immer das heißt. Herr Stolz, regieren würde ich am liebsten mit? Am liebsten? Mit einem Erneuerungsprogramm für Österreich, wo es wirklich mit nach vorne Partei? Geht. Ich weiß ja nicht einmal, wer die Chefs sind der Parteien bis dahin. Also das ist, da liege wollen ich Sie sich nicht festlegen, Herr Steinhauser. Von der FPÖ erhoffen wir, dass sie zu halbwegs kultivierten politischen Umgangsformen findet. Herr Wilimski, mit den Grünen wollen wir genauso wie mit allen Parteien versuchen, hier in Österreich Dinge in eine gute Zukunft zu bringen. Herr Mara, im nächsten Jahr werden wir viele zentrale Projekte weiterbringen, allen voran Erleichterung für die Industrie, Arbeitszeitflexibilisierung und die Bildungsreform in Trockenheit. Ich glaube, an diesen Aussagen werden Sie gemessen werden, Herr Mara. Herr Trotzda, im nächsten Jahr werden wir uns um das Thema Bildung intensiv kümmern, um das Thema Digitalisierung intensiv kümmern, beim Arbeitsmarkt Fortschritte erzielen. Das Thema Industrie ist erwähnt worden und uns vor allem auch um die Klein- und Mittelbetriebe annehmen. Und bei einigen Themen gibt es da sogar eine Übereinstimmung. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen heute Abend, dass Sie heute Abend zu Gast gewesen sind. Danke auch an Sie, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen. Hier noch der Hinweis für Sie auf das folgende Programm. Der anschließende Doc-Film ist der erste von zwei Teilen über Walt Disney zu dessen 50. Todestag. Wir sind nächste Woche wieder für Sie da, dann wieder in der gewohnten Umgebung und zur gewohnten Zeit, Sonntag 22 Uhr. Bis dahin, machen Sie es gut.